So, wie versprochen, bin ich zurück. Bereit fürs Geheimlabor? Dann los. Es könnte hier wieder Psycho werden, habe ich das Gefühl. Dieser Gang wäre perfekt dafür, aber ich glaube, ich täusche mich. Oh. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Scheiße, wenn die alle aufgehen, sind wir am Arsch. Oh Mann, die müssen da auf jeden Fall drin bleiben. Warum steht hier grünes Gel? Was ist mit denen los? Schon wieder unheimlich, ich will hier raus. Aber ich glaube, da wird es nicht besser. Es wird eher schlimmer. Es wird immer ranziger hier. Zum Glück keine neuen Gestalten. Oh, Scheiße. Was haben Sie in diesem Labor gemacht? Und warum wollen mich Liam hier treffen? Einheit Zerebralschiff erkannt. Zutritt gewährt. Hm. Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Es muss hier doch irgendwo einen geben. Okay, wir müssen das Labor also durchsuchen. Da hinten geht's weiter noch, habe ich gesehen. Das Gel, grünes Gel, das müssen wir uns holen. Aber ich merke... Was gibst du mir? Schießpulver. Schießpulver, okay. Okay, okay, okay. Den habe ich gar nicht so schlecht getroffen, habe ich das Gefühl. Da ist auch was. Wir gehen aber mal erstmal eben hier rum. Und hoffen, dass der auf seiner Scheißliege liegen bleibt. So, wir gehen hier einmal rum. Flaschen haben wir jetzt hier auch ein... Warum fällt der da runter? Warum zum Teufel? Er kann aber nicht mehr. Der sieht nicht aus, als könnte er noch aufstehen, oder? Ich habe schon wieder eine andere Waffe ausgewählt. Das ist doch hier alles eine Scheiße. Ich bin stinksauer. Yeah.
Leute, ihr müsst ja echt denken, ich bin zu doof zum Zielen. Ein bisschen ist es auch so. Sebastian, warum kannst du dich nicht einfach in die andere Richtung drehen? So, genau. Danke. So, und jetzt komm her, du Lackaffe. Sebastian. Wie soll ich jetzt so schießen, Demi? Ja, wir müssen den töten. Jetzt kommt er doch bestimmt gleich zurückgerannt, oder? Wie so ein Irrer. Komm doch einfach hierher gelaufen. Soll ich vielleicht eine Flasche werfen? Was ist das? Seht ihr? Also... Blöd hier. Schnauze voll. Voll der Irrgarten hier. Gehen erstmal nochmal eben hier rein. Bin gerade irgendwie ein bisschen heiser. Habe ich schon wieder so viel rumgeschrien heute? Eigentlich nicht, oder? So, und wo war jetzt hier ein Resonanzpunkt? Muss ja irgendwo hier jetzt sein. Wahrscheinlich hier drin. Oh nee, aber rotes Gel. Puh, und ein Bericht. Studien zu Anomalien. Lesen wir kurz, ne? Das Phänomen verbreitet sich weiter. Wir nutzen den gesamten Laborflügel im Mark nur für die Studie dieses Phänomens. Die Verwandlungen der Einbewohner erfolgen schnell, brutal und auf morbide Weise. Sie mutieren zu Gestalten, die nicht einmal mehr humanoid sind. Sie haben jegliche Ähnlichkeit mit dem Menschlichen verloren. Wir bezeichnen Betroffene als sogenannte Verlorene. Ist ja nett. Wir haben festgestellt, dass sie in der letzten Phase vor der Metamorphose denken, von einer unsichtbaren, aber unausweichlichen Macht verfolgt zu werden. Sobald sie dieser Macht erliegen, beginnt ihre Verwandlung. STEM ist ein künstliches Konstrukt. Hier gibt es keine Viren, Bakterien oder Infektionen. Das Phänomen der Verlorenen ist deshalb ein mentaler Prozess. Wir tappen immer noch im Dunkeln darüber, wie es sich verbreitet und wer sich als nächstes ansteckt. Vielleicht war der Auslöser schon in den Probanden vorhanden, bevor sie in den STEM getreten sind. Weitere Forschung ist dringend notwendig. So, wir markieren uns jetzt mal eben diesen Punkt. Ach so, das muss hier... Hä? Hab ich den hier übersehen? Oder war hier noch... Wie komme ich denn da hin?
Es kann natürlich auch sein, dass das oben ist, ne? Das kann gut sein. Aber wir müssen hier noch gucken. Okay. Okay, wo ist sie? Ach, sieh mal eine an. Das war doch, jetzt kommt's wieder mit dem Verwechseln, ne? Ich glaube, ich muss es mit dem Schockbolzen machen. Oh Gott, hört sich nicht gut an. Aber hier ist es sehr gut. Obwohl, so gut weiß ich nicht. Dunkel ist das hier bitte. Wow. Da geht's ja ziemlich tief runter. Und deswegen sollten wir das lieber lassen. Aber vielleicht finden wir hier noch irgendwas Geiles. Okay. Eine Computerdatei. Beobachtung in der Grube. Oh, hier ist es so einsam und unheimlich. Ich werfe diese Leichen, diese Dinger, in die Grube. Aber es kommen einfach immer mehr. Warum bin ich überhaupt hier gelandet? Ich höre Dinge. Stimmen. Sie kommen aus der Grube. Das kann nicht sein. Aber wenn sie nicht aus der Grube kommen, dann sind sie in meinem Kopf. Und das ist noch schlimmer. Akustische Halluzinationen gehören zu den Symptomen. Nein, ich kann nicht infiziert sein. Das ist kein Virus oder Bakterium. Das ist eine mentale Sache, die nur Bewohner infiziert, deren Erinnerungen umgeschrieben wurden. So haben sie es mir zumindest gesagt. Scheiße, ich muss mich zusammenreißen. Es ist nur die Einsamkeit, die mich so denken lässt. Die Einsamkeit und die Nähe zu diesen verrückten Leichen. Es handelt sich nicht um das Phänomen. Oh nein. Es kommt. Ich muss hier raus. Oh Gott. Ich will einfach nur weg hier. Warum habe ich das getan?
Entschuldigung, ich bin schon wieder total erstarrt hier und... Okay, es ist noch nicht vorbei. Ich versuche jetzt auch wieder mit euch zu reden. Aber dieses Ding ist einfach... Ja. Da hinten ist die Tür. Die kann doch sowieso nichts sehen wegen ihrer schwarzen Haare. Kann sie doch. Es war so klar, dass ich jetzt wieder komplett... Ist denn immer mit dir? Ich musste am besten ganz außen rum. Oh mein Gott, hier komme ich auch nicht durch. Jetzt muss ich hier ernsthaft direkt an dem Ding vorbei? Oh mein Gott, okay, ich werde gleich nicht sprechen können, nur dass ihr das schon mal wisst. Kann ich lang. Nein, 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 nein. Mann, du Bitch, ey. Mach das wieder hoch! Sebastian! Das ist nicht wahr. Also ganz im Ernst, ne? Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Der regt mich richtig auf. Der mit seiner behinderten Deckung, ne? Also mal ganz im Ernst. Also da bin ich auch wirklich nicht für zu blöd. Die Steuerung von der Deckung ist wirklich dermaßen scheiße. Das muss ich jetzt mal echt so sagen. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir hier durchkommen irgendwie. Auf jeden Fall geht die ganz schön ab. Ich habe eben noch dann versucht, in Panik nach irgendwie loszulaufen. Hoffentlich reißt sie das jetzt hier nicht hoch. Dann bin ich wieder richtig im Arsch.
nicht gesehen. Dieses Ding schon wieder. Warum verfolgt es mich? Was hat es mit diesem Ort zu tun? Ja, das frage ich mich auch. Was es mit diesem Ort zu tun hat. Und jetzt sind wir wieder hier. Wow. Das ist echt ein verrücktes Scheißvieh, vor allem, wie sie unseren Namen ruft, ne? Das ist so spooky. Ja, jetzt können wir uns wenigstens wieder den Hauptaufgaben hier widmen. So, ich habe noch nicht rausgefunden. So, wollte ich das sagen. Das sollte nicht unser Problem sein. Und natürlich muss ich den Loot mitnehmen. Schneckball. Taschenlampe wieder an. Okay, in Deckung gehen. Ich gehe mal eben hier um die Ecke schauen. Ach, da müssen wir eh hin zum Resonanzpunkt. Ich vermute mal, hier hinter der Tür wird es sein. Ja, hier ist es. Unsere Anstrengungen waren umsonst. Der Kern entkam vor weniger als einem Tag. Nach nur wenigen Stunden erhielten wir Berichte über immer mehr Verlorene. Wir sind jetzt überall. 20% von Unions Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Und sie jagen und töten alle, die noch am Leben sind. Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keine mehr da. Wir haben den Kontakt zu Mobius verloren. Wir sitzen hier fest. Mit Verlorenen. Es kann nicht mehr gestoppt werden. Das ganze Union-Experiment wird scheitern. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Tja, da habt ihr schon ganz schön große Scheiße gebaut, muss man ja sagen. So, was hast du Geiles? Komm. Wieder die Tasche verbessert. Medizintasche. Oh, das ist echt nicht schlecht. So können wir noch eine weitere Spritze mitnehmen. Und ich wette, ich habe wieder irgendwo eine Statue übersehen. Und ihr schreibt es mir wieder in die Kommentare. Guck mal da und da. So, ich glaube fast, die Viecher sind unten. Das klingt so. Wir werden jetzt hier eh erstmal... Okay, doch nicht. Sind die da jetzt beide im Gange? Oh. Gut, dann gehen wir erstmal woanders lang. Ja, komm, Sebastian. Wir können ja erstmal gucken, ob wir da zu der anderen Tür kommen. Okay. Der hat mich also dahinter gesehen. Spannend. Dann komm mal hier ran. Oh, der ist zu schnell. Das wird nicht klappen, oder? Doch. Und einfach nur, weil ich F gespammt habe gerade. In der Hoffnung, dass es irgendwann kommt. Oh. Komm her, dein Kumpel liegt doch hier schon. Willst du nicht nach ihm sehen? Komm her, du Beulenpest.
Tja, du warst mal ein Mensch, wa? Okay, also hinter so einem Wagen kann man sich übrigens scheinbar nicht verstecken. Der hat mich ja nun sofort gesehen. Und ja, als erste Reaktion ist definitiv immer weglaufen gut. Ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. Vielleicht geht der jetzt ja da wieder. Genau, sehr gut. Aber falsche Richtung. Ja, jetzt habe ich ihn wieder aufgeweckt. Obwohl, vielleicht ist er gleich weiter. Wir gehen einfach mal von hier ran. Das sind ja jetzt nicht so die mega gefährlichsten Gegner. Jetzt hat er sich leider hier vom Acker gemacht. Schade. Ich glaube, ich werde das nicht riskieren. Der kommt jetzt nämlich wieder zurück. Und ich werde mal eben hier in Deckung bleiben. Ja, oh, das war aber auch in allerletzter Sekunde. Okay, F-Spam, F-Spam, F-Spam. F's jetzt. Das funktioniert perfekt. F-Spam ist das Beste. So. Jetzt müssen wir natürlich hier nochmal gucken. Wieso wird der Punkt jetzt da eigentlich immer noch angezeigt? Kann ich den eigentlich auch wieder wegmachen? Da ist ja gar nichts mehr. Da, wieso geht der nicht automatisch weg, wenn man den setzt? Und dass die Aufgabe dann erledigt hat, so. Das andere hat gerade eigentlich nicht so viel Sinn ergeben. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder gnadenlos diese Folge überzogen. Das ist einfach nicht wahr. Scheiße. Ja, dann, hier wurde nicht gespeichert. Das ist scheiße. Das heißt, ich muss noch eine Folge aufnehmen. Nein. Wir sehen uns. Tschüss.